Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es weiter mit Niederländisch. Du hast jetzt also in der letzten Podcast-Folge gehört, wie du Niederländisch leichter lernen kannst, indem du erstmal das internationale Vokabular und die Wörter, die du auf Anhieb verstehst, hinten im Vokabelglossar markierst. Anschließend dir die Formen von sein und haben auf Niederländisch in der Vergangenheitsform und Gegenwartsform heraussuchst und daraus schon entsprechend Sätze bildest. Jetzt ist der nächste Schritt gewesen, diese Texte, die Niederländisch-Texte, einmal komplett durchzuhören und die Passagen, die du auf Anhieb verstehst, zu markieren, dir anschließend die deutsche Übersetzung des jeweiligen Dialogs anzuschauen und so das komplette Buch einmal komplett durchzugehen, dabei sämtliche Grammatikregeln und sämtliche Übungen komplett ignorieren. So, solltest du das noch nicht getan haben, mach das jetzt. Wie gesagt, ein bisschen Fleiß brauchst du 2 Tage, um den Sprachkurs auf diese Art und Weise durchzugehen. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Du hast ja dieses visuelle Wörterbuch, das Bildwörterbuch Niederländisch von Pons. Hier suchst du dir jetzt hinten sämtliche Verben heraus, die du schon verstehst. Und kleinen Tipp, alle Verben, die im Deutschen mit ihren enden, also zum Beispiel formulieren, fotografieren, motivieren, informieren, integrieren, die werden für gewöhnlich in anderen Sprachen auch nach einem gleichen Muster gebildet. Also wenn wir uns das hier angucken, wird das Verb im Deutschen mit der Endung i-e-r-e-n, also ihren, im Niederländischen in den meisten Fällen mit ehren gebildet. Das bedeutet, formulieren wird zu formulären. Fotografieren wird zu fotografieren, frankieren wird zu frankieren, inspirieren wird zu inspirieren, installieren wird zu installieren, integrieren, interessieren, interpretieren und so weiter und so fort. Das bedeutet, du hast hier ein Muster und gleichzeitig suchst du dir jetzt die Hilfsverben oder Modalverben raus. Also ich kann, ich will, ich darf, ich muss. Mit diesen Verben kannst du nämlich jetzt alle möglichen Sätze bilden und dabei das Verb in der ganz normalen Grundform lassen. Also angenommen, du möchtest jetzt sagen, ich möchte, dann heißt das auf Niederländisch ik zou graag. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ich möchte, was haben wir denn hier für ein Wort? Ich möchte aufsuchen, ik zou graag besuchen. Na gut, das war jetzt nicht so schwer. Aber du möchtest vielleicht das Wort aussteigen nehmen. Ik zou graag uitstappen. Dann weißt du, dass du dir nicht merken musst, was ich steige aus, du steigst aus, er, sie, es steigt aus. Du musst also dieses Verb nicht konjugieren können, sondern du lässt es einfach in der Grundform, musst nur wissen, wie man das Modalverb entsprechend konjugiert. Und somit kannst du über sämtliche Sachverhalte jetzt schon sprechen, indem du sagst, ich möchte sprechen, ich möchte essen, ich möchte trinken, ich möchte reservieren, ich möchte wohnen, ich muss laufen, ich muss fliegen, ich muss gehen, ich muss bezahlen, ich muss kaufen und so weiter und so fort. Nimmst also einfach das Verb in der Grundform und unterstützt durch das Modalverb deine Konversation in der Form, dass du tatsächlich über jedes Verb sprechen kannst, ohne es konjugieren zu müssen. Mit deinem Niederländischkurs gehst du nun weiter, derart weiter, dass du diese Dialoge noch einmal durchgehst, noch einmal wiederholst. Und zwar nimmst du jetzt die deutschen übersetzten Texte, also die hinten im Sprachkurs abgedruckt sind, und versuchst sie ins Niederländische zu übersetzen. Gleichzeitig gehst du den Sprachkurs durch und machst die Übungen und die Grammatikregeln,
also die Grammatiktrainings, auf die du Lust hast. Alles andere lässt du wieder komplett beiseite. Und am besten lässt du dann im Hintergrund die verschiedenen Dialoge, die du als MP3-Datei oder auf CD mitgeliefert bekommen hast, im Hintergrund laufen. Ja, und so kannst du dein Niederländisch bis nächsten Donnerstag weiter auf Vordermann bringen. Und nächsten Donnerstag geht es dann weiter mit den Techniken, die du ohne dein Lehrbuch verwendest. Also zum Beispiel mit dem kleinen Prinzen oder mit Wikipedia oder mit der App HelloTalk und so weiter. Da kommen wir dann wieder zu den nächsten fortgeschrittenen Techniken. Tja, und wenn du außer deinem Niederländisch dein Englisch auf Vordermann bringen möchtest, empfehle ich dir unseren Podcast Speed Learning English jeden Freitag. Meet Sven and Richard. Such's einfach bei den Podcast-Anbietern und da findest du jeden Freitag eine Folge, in der wir auf Englisch erklären, wie man sein Englisch verbessert. Mit ganz normalen Inhalten, zum Beispiel wie man ein Jobinterview, also ein Vorstellungsgespräch überlebt und führt, wie man sich und andere Menschen vorstellt oder wie man einen Vortrag hält. Wenn du darüber hinaus von unseren Produkten profitieren möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass du Affiliate wirst, das heißt, du wirst ein Empfehlungsgeber. Da haben wir auf speedlearning.academy die Rubrik Affiliate werden. Dort kannst du dich kostenlos registrieren und bekommst dann für sämtliche Produkte, die du von uns empfiehlst, eine Provision bis zu 20%, die wir dir auszahlen, wenn du zum Beispiel einen unserer Online-Kurse empfiehlst. Ja, was haben wir noch? Wenn du darüber hinaus richtig engagiert mitmachen möchtest, kannst du auch eine Ausbildung zum Speed Learning Coach machen. Hier lernst du in 5 Tagen intensiv die kompletten Speed Learning Techniken und kannst dann auch anschließend bei uns im Team richtig durchstarten. Wir suchen aktuell vor allem auch Leute, die zum Beispiel Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Griechisch oder eine andere Sprache sprechen. Und wir suchen natürlich auch Leute, die den Bereich der Speed Learning School mit unterstützen wollen. Das heißt, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein bei der Speed Learning School, dann bewirb dich doch für unser Team. Jeder kann hier quasi Lehrer werden und dann auch entsprechend von unserer Arbeit profitieren. Und wie das funktioniert, das erklären wir dir gerne, wenn du an info@speedlearning.academy schreibst und vielleicht nehmen wir dich dann auch in unsere interne WhatsApp-Gruppe auf. Gut, ja, ansonsten, wenn du Kinder hast, die im Moment im Homeschooling komplett überfordert sind oder euch die Decke auf den Kopf fällt, dann werd gerne auch Teil dieser Speed Learning School. Schreib dazu einfach an info@speedlearning.academy und bewirb dich für diese Plattform. Das war's für heute. Am Sonntag kommt der zweite Teil des Interviews mit Hans-Peter Wiegert in 12 Monaten zum schwarzen Gürtel. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit Niederländisch und dann kommt in 14 Tagen der dritte Teil des Interviews mit Hans-Peter Wiegert. Und falls du noch nicht drauf geguckt hast, aber dich eben für dieses Thema auch interessierst, dann schau gerne unter speedlearning.academy/karate. Dort erfährst du, wie du in 12 Monaten zum schwarzen Gürtel kommst, egal wo du gerade sportlich stehst. Tja, und ansonsten empfehle ich dir auch unser Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken. Das findest du auf unserer Website speedlearning.academy, auch als Hörbuch mittlerweile. Und das Hörbuch ist nochmal viel intensiver. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Gut, das war jetzt heute eine Folge mit sehr viel Werbung. Die nächsten werden wieder etwas spärlicher, was die Werbung angeht. Aber dafür liefern wir hier auch anständig Content. Also mein Team und ich wünschen dir eine tolle Restwoche und dann hören wir uns wieder am Sonntag. Bis dahin, viel Spaß beim Lernen und bis bald.